Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3. Das ist wirklich die allerletzte Folge jetzt. Wir machen nochmal ein Rennen. Wir sind natürlich schon fortgeschrittene Rennfahrer. Halte dich bereit. Ah, Jetski. So, let's go. Ah. Ja, wir sind fortgeschrittene Rennfahrer. Komm, Jetski, gib Gummi. So, come on. Hui. Das wird knapp. Boah. Nein! Ich hänge. Oh, toll. Scheiße. Kacke. Nochmal. Scheiße. Oh, ich habe wieder kein Wasser hier stehen. Fuck, und wir haben wieder 55 Grad im Schatten, ey. Schwitzt man wie sonst. Das sieht aus wie so Bin Laden irgendwie. Entschuldigung. Kann ich nicht schon aufsteigen? Los! So, Andres, mal dran denken. Hier geht's jetzt nach links und zack geht's nach rechts. So, dann da lang, dann da lang. Ups, da wird's Tag. Also irgendwie funktioniert das mit den Sprüngen nicht ganz. Na komm, gib Gummi. Das Wasser sieht auch echt irgendwie so ein bisschen milchig aus, kann das sein? Na also. Jetzt nicht auf Grund laufen. Hallo. Das hat Zeit gekostet. Ah, komm schon. Das war die beste. Da. Glück gehabt. Alter. 3 Sekunden hätten wir noch gehabt. Beenden. Fertig. Boah. Scheiße. Kannst du ein Auto lenken? Ja. Da oben. Ich zeig's dir. Ich kann dein Auto fahren, ja. Ach nee, machen wir Schnellreise. Wir sind ja im 20. Jahrhundert, wir können uns ja beamen. So, haben wir noch sonst hier irgendwas? Hier unten haben wir noch Zeugs. Prüfung der Rakiat. Das machen wir nochmal, das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Prüfung der Rakiat haben wir da oben. Da haben wir einen ganz in der Nähe. Zack. Die Enter-Taste funktioniert irgendwie nicht ganz. Und das mit diesem WASD, was ich euch erzählt habe, dass die D-Taste hängt, das habe ich bis jetzt gar nicht mehr gehabt. Das ist irgendwie so, je nachdem wie die Tastatur mal Bock hat. Da lang. So. Okay. Punkte MG Schützenkill. Verstehe ich nicht ganz. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Jawoll. Ich höre einen Hubschrauber.
Ah, da ist er ja. Moin, Jungs. Tschüss, Jungs. Ups. Der war ja dick schlecht. So, wo sind sie noch? Da hinten. Oh, die stehen da drüben, wie gemein. Boah, schlecht. Autsch. Au. Oh. Oh Mann, das will ich nochmal machen. Ich kann das. Ich will das. Zeitbonus, lautloser Kill, Kopfschuss Kill. Ach so, warte mal, soll ich die... Ach, ich kann mich auch bewegen. Doppelkill. Was ist das denn eigentlich? Ah, Zeitbonus. Fresse. Doppelkill. Schade, ich habe gedacht, das andere fliegt auch noch in die Luft, aber anscheinend, ne. Der Hubschrauber sah langsam aus, als er ist. So, was ist mit denen hier unten? Pack mal richtig. Huch, noch einer. Okay, jetzt wird's haarig. Ja, was machst du denn hier? Ist ja gut jetzt. Deine Mutter! Direkt draufgezimmert. So, beide tot. Haben noch irgendwo hier Zeitdingens oder sowas? Nee, vielleicht? Nee. Noch jemand? Ah, gerade so noch. Ja! Bam! Bitches. Finde ich geil, Prüfung der Rakete. Macht Fun. So, P-Dot Master. So. Ja. Ah, sieht auch geil aus. Auch nur auf Hocheinstellung. So, ich weiß jetzt, was ich jetzt aufnehmen soll. Crysis, Forza oder vielleicht sogar den TS. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, den TS mache ich nicht. Das will ich euch nicht antun. Ich glaube, ich mache jetzt zur Entspannung ein bisschen Forza und dann geht's weiter mit Crysis. Auf alle Fälle, das war dann mal die so eine... Ach du, what the... Krank. Kann man hier Tontauben schießen? Ist da irgendwo... Ne, keiner da. Ja, also das war es jedenfalls von Far Cry 3. Ich werde natürlich das Spiel für mich alleine einfach mal so immer noch weiterspielen. Weil es macht einfach Spaß. Ist ein unendlich langer Spielspaß, glaube ich. Und man, es gibt doch so viel hier zu verdecken, die ganzen Relikte. Alles noch da.
Auf alle Fälle, ich hoffe, du bist auch wieder bei Far Cry 4 dabei, was ich auf alle Fälle auch schon spielen werde. Ich habe es auch schon vorbestellt. Ich hoffe, es kommt dann bald. Hoffentlich nicht, während ich im Urlaub bin. Das wäre so bitter einfach nur. Jedenfalls, die Qualität der Videos, die werden im Laufe her immer weiter steigen, denn ich habe nämlich einen kleinen Mini-Laptop bestellt für keine Ahnung wie viel Euro. Ich sag mal, 200 Euro hat das Ding nur gekostet. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Laptop mit 1 GHz Prozessorleistung, 2 GB RAM und Windows drauf. Da kommt nur noch ein... Was ist das denn? Okay, gut, da sieht man es also in der Ferne, dann nimmt halt die Grafik dann doch schon ab. Ihr seht es, wenn ich dann dahin zoome, wird nachgerendert. Das ist halt dann, ist halt mit den Grafikanforderungen. Aber wenn man näher an die Sachen rangeht, sind sie 1A modelliert. Wenn ihr guckt, jetzt seht ihr da hinten keine Pflanzen, jetzt seht ihr Pflanzen. Also das ist halt der Unterschied zwischen hoch und nicht hoch, wie viel, ich sag mal, Umgebung gerendert wird. Das ist halt immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Auf jeden Fall, das war's mit Far Cry 3. Du bist hoffentlich bei Far Cry 4 auch dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Mir hat das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Viele emotionale Szenen, aber auch Szenen, wo man sich, wo man Rage einfach in sich hatte, wo man einfach nur noch alles killen wollte, was man gesehen hatte. Selbst die eigene Tochter. Nein. Hühnchen. Oh, Paradiesvogel. Ja, gut, das war's dann mit Far Cry und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play und die Videos Qualität, die wird halt weiter steigen, weil ich mir da so einen kleinen Laptop zugelegt habe, den ich Tag und Nacht laufen lassen haben kann, werden tun. Mit dem werde ich dann alles hochladen und dann werden auch hoffentlich regelmäßig immer weiter Videos folgen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Über ein Abo oder einen Kommentar, wenn nicht sogar Like oder Share, würde ich mich freuen und wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Tschüss!